Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Cyberpunk. Ich habe gerade das Gefühl, dass irgendwie die Gesamtlautstärke ein bisschen lauter ist als letztes Mal. So, und zwar habe ich ja erstmal was Netz los, Alter. Weil der Einbruch hier da... Nee, egal. Hab ich... Ja, was ist denn jetzt los? Das war doch gerade alles flüssig. Naja, auf jeden Fall, jetzt geht's wieder. Wollte ich ja erstmal meine Waffen verkaufen und, einige Sachen erstmal wieder in den Keller oder ins Lager bringen. Ins Keller. In den Keller, jawohl. Und dabei habe ich mir das Auto geholt. Und das Auto, habe ich leider nicht aufgenommen, ist in ein vorhandenes NPC-Auto gespawnt. Und darum sieht mein Fahrzeug gerade so scheiße aus. Ja, bisschen Sachen aussortiert, wie gesagt, habe ich. Können wir mal kurz gucken. Also ich sehe mittlerweile aus wie ein Vollkasper. Ich bin jetzt nur nach Rüstung gegangen, außer die Jacke. Die finde ich, die erinnert mich irgendwie an Terminator 1. Und darum muss ich die tragen. Ich habe auch ein paar Blendgranaten und so zu Hause gelassen, alte Kleidung zu Hause gelassen, Waffen aussortiert. Und das hat auch irgendwie 5 Minuten gedauert oder keine Ahnung. Ja, hier haben wir irgendwelche Punk-Schuhe, die sind selten, sehen aber cool aus, leuchten. Waffen habe ich jetzt nicht so viele dabei. Ich habe jetzt 2 Sturmgewehre, die würde ich gerne mal gegen einer Tower gucken, wobei das schon besser ist. Ich wollte mal gucken, wie sich was spielt und dann habe ich dasselbe noch mit 2 Schrotflinten. Und weil ich nicht weiß, was das für eine Mission ist, habe ich nochmal ein Scharfschützengewehr mitgenommen. Es ist jetzt von den Werten her nicht gut. Ich hätte noch eins kaufen sollen oder können, aber ich war zu geizig dafür. Vielleicht brauchen wir es ja für die Mission. Denn wir fahren jetzt zu Jackie. Jackie, Jackie! So, ich parke einfach hier. Das ist eine Wumpe. Sollen dieses Fahrzeug doch wegfahren? Bin doch schon gehört, oder? Yo también te quiero, ma. Hi. Endlich, hermano. Wie geht's der Mama? Jawohl. Was gibt's Neues bei Senora Welz? Ach, du weißt schon. Macht sich ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Das wie die anderen Welles-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen... Mal Fakt am Rande, ne? Ich habe mir extra, bevor ich jetzt die Aufnahme starte, einen Kaffee gemacht. Da habe ich halt noch ein bisschen... Ich habe eine Steam-Nachricht vom Kumpel gekriegt, habe mir das nochmal angeguckt und dann musste ich nochmal kurz bei eBay was angucken und hier nochmal kurz gucken... Und gucken, ob ihr Kommentare geschrieben hat, gucken und dann ist es das alle Sicht. Ey. Nur mal so am Rande. Kennt ihr das Phänomen? Ihr wollt eigentlich zocken, aber während ihr zocken wollt und bevor ihr zocken wollt, nochmal das checken, den checken und dann ist euer Kaffee alle. Ist das alles vorbei? Wenn ihr es auch kennt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir kommen! Das Afterlife. Den Namen kennt man überall. Ehrlich? Nomadenclans sind hier an ein paar ihrer größten Jobs gekommen. Wundert mich nicht. Man kommt nirgendwo in Night City besser an Jobs. Hm. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Party Time jetzt. Sieht jetzt aber nicht so gut aus, Junge. Das war mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Wer hätte das gedacht? Ja, oder? Ist aber ewig her, als die Leute noch richtig begraben wurden. Und wer seid ihr, Clowns? Wir sind Freunde von Dexter DeShawn. Er erwartet uns. Du bist ein Clown mit deinem Metall in der Fresse. Jetzt geht er mich, Dex! Ne? Wir sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Ja? Okay, alles klar. Okay, er scannt nicht, er baut eine Telefonverbindung auf, okay. Holt euch ein paar Drinks oder so.
Machen wir. Schon dabei, Miro. Das mag dich nicht, Metallfresser. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Wirst du es schlagen? Okay. Warum hast du dich da nicht für eine vierte Tour angemeldet? Stell's dir vor. Susan Forrest. Boa Boa. Vielleicht sogar Morgan Black. Endlich sind wir hier. Hey, siehst du die alte Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Oh. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Hey, hi. Was wollt ihr trinken? Deine Stimme klang jetzt aber nicht so nach dem Aussehen, würde ich sagen. Bestell du. Zwei Oldschool-Tequilas mit einem Spritzer Cerveza und Chilischoten. Zwei Johnny Silverhands. Komm sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meine hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Hm. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Ach, was für eine schöne Tradition. Muss ja viele Drink geben, ne? Ja, auf den Job unseres Lebens. Ziemlich hoher Preis für einen Drink. Wohl das so. Hey, jeder muss irgendwann sterben. Wieso nicht mit Stil? Auf die Söldner Oberliga. Aber ich denke mal, es wird schief gehen. Aber lass uns überraschen. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Ich hab's gehört, vergessen. Ihr seid Dex neuester Fund? Nur geschäftlich. Nichts Großes. Mr. Deschoner, woher weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber. Alle satt. Ist Dex Stammkunde? Kommt er oft her? Er war eine ganze Weile weg. Hat sich hier volle zwei Jahre nicht blicken lassen. Ein Kater geht eben seinen eigenen Weg, ja? Tja, wo immer er war, er kam ein paar Pfund leichter wieder. Vielleicht gab's dort doch keinen Pizzanotdienst. Hals und Bein, Bro. Danke. Hier. Die Tür, okay, was ist das? Der war ein Söldner, ne? Nein, gehört dazu. Afterlife-Söldner, okay. Charlie Russell, kinky Kerl, sieht aus wie Frau. Die Musik gefällt mir. Ja. Ah, ich auch, im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Oh, er zählt einfach zu? Weiter, ich höre der Musik zu. Yeah. Meinst du, du könntest mich umhauen? Sicher. Ist der pinche Depot. Hier rein. Warum sehe ich diesen Absinthzeug da noch? Verbrauchst du? Nimmst du bis meine Sicht weg eigentlich? Kann ich hier irgendwie nicht. Ich glaube, das ist ein Bug. Ja, genau. Excelsior. Toll, jetzt habe ich die kalte, ganze Scheiße. Eddies, jetzt hab Sinn vor mir. Muss los. Na, wenn das nicht Mr. V ist. Hm. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Ups. Wollte ich gar nicht neben anziehen. Alles klar. Macht's euch bequem. Nette Kabine. Schalldicht?
Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Ah, Mr. V? Hätte nicht besser laufen können. Sie mochte mich so sehr, dass sie mir ein Angebot gemacht hat. Ein Angebot? Aha. Die Art, bei der man den Mittelsmann übergeht und alles 50-50 teilt. Was? Den Mittelsmann übergehen? Scheiße, ich lach mich schlapp. Kunden, die lernen nie dazu. Ich weiß zu schätzen, dass du mir das sagst, Mr. V. Denn Vertrauen ist für jede langlebige und fruchtbare Partnerschaft essentiell. Sehe ich auch so. Anerkennung bezahlt keine Rechnungen. Ich dachte, du wärst deswegen angepisster. Ich lebe schon zu lange in NC, um wegen jedem Amateur zu heulen, der mich verarschen will. Parker ist nicht die erste und wird nicht die letzte sein. Anerkennung bringt keine Eddies. Und Evelyn hat uns welche angeboten. Wie hat schon recht, Dex. Keine Sorge, Leute. Dazu kommen wir noch. Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann wenn das so anfängt, dann nicht. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpecki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht ihr mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Das ist eine gute Frage. Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Harry Conwell. Ramon? Pff. Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen, Haji Metaki. Sonst noch was? Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskeln. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Das Auto ist ein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deshaun arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man stilecht mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Ja, wird doch alles gelockt. Jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Ach, in der Welt wird eh alles gelockt. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Abgespeichert. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre? Das No-Tell-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Nö, keine Fragen. Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Hä?
Jetzt zum Beispiel. Neue Leute kriegen bei mir 30%. Aber in eurem Fall kann ich eine Ausnahme machen. Ich gebe euch saftige 40 als Bonus für deine Ehrlichkeit, Vieh. Oh. Klingt schon besser, Dex. Ka-ching, Baby. Eine Sache noch. Im Konpacki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in 1-2 Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Du und Dex, was geht bei euch? Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Ja. Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren. Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Das stimmt. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt, das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in der Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich. Aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Oh, das ist eine gute Idee, wenn man sowas Illegales macht. Oh, Kreta war schön. Da würde ich am liebsten nochmal hinfahren. Nein. Alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Jawohl, T-Buck. Okay. Können wir dann gehen? Nein. Ach, so gibt's eine Antwort von mir. Ich muss erst noch was erledigen. Genau, hier liegt's. Sin Problema. Wir treffen uns beim Delamain. Ah, ich bin gleich da. Ich wollte nur mal kurz hier das hier angucken. Denk nur dran, dich umzuziehen. Ja, mach ich. Transport die. Achso. Taxiunternehmen gibt oder was? Ja, okay. Ich rufe gerade verklickt. Ah doch, jetzt da. Z. Wir garantieren, ja gut, einfach nur so ein Werbeding von der Firma, die das Taxi hat, natürlich super duper und heiße Shit. So, genau, wollte ich gerade sagen, wir müssen auch unsere Maske abnehmen. Oh, Anzug, auch nicht. Na gut, hier muss ein bisschen so was Cybermäßiges dran sein, damit hier auch Cyber ist, aber wo sieht er aus wie eine normale Anzug? Cyber. Ja, hätte was Interessantes sein können, aber ich muss mir jetzt nicht die Werbung vom Taxi da durchlegen. In dem Spiel bestimmt hier einiges Besseres. Wir hätten auch gleich starten können. Ja, irgendwie ist das Spiel heute richtig buggy, oder? Die Kiste muss doch eigentlich weg sein. Also erstmal das Auto, was ich am Offscreen nicht gesehen habe. Dann diese Textzeichen da von diesem Alkoholgetränk. Absinth und jetzt dieser Koffer. Okay. Was man bei CD Projekt liest, ist auch echt traurig. Das zeigt mal wieder, dass umso größer ein Unternehmen wird, umso beschissener wird es. Dachtest du echt, einen Fixer zu verarschen, ist eine gute Idee. Ah, oh, nee, schnell weg. Oh Gott, sein Herz wieder weggemacht.
Kann ich dir was bringen? Nö. Ah, ich muss mir mal die Soundtracks hiervon angucken. Bestimmt cool. Kann ich so für Arbeiten und Durchsuchen brauchen. Ist schon wieder der Koffer. Jackie ist wahrscheinlich die Person, die da einfach nicht animiert ist, oder? Keine Ahnung. Nee, egal. Also, bereit? Ja. Ich bin sowas von Text. Ich muss einsteigen. Kommst du? Wer fährt? Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße, darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ach, egal, ist Schnee von gestern. Fahr los, Del. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte schon aussteigen. Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Ja, hier, steck mein Kabel rein. Ah, ich steck dir ein Kabel rein, okay. Danke. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Was für ein Paket? Excelsior? Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Top-Qualität ist eben nicht gratis. Pass auf! Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Es scheint ein Spielverderber zu sein. Glaub mir, der mit einer ganzen Armee Saka-Ninjas nieder, wenn es sein muss. Was beinhaltet Excelsior noch? Umfassende Gesundheitsfürsorge, inklusive eines etwaigen Leichentransports, falls der Tod im Fahrzeug eintritt. Wie praktisch. Oh, was für ein Downer. Ja. Ist dieser Gefechtsmodus legal? Natürlich. Er fällt unter Artikel 2 der Verfassung. An Bord sind Sie berechtigt, meine außergewöhnlichen Fähigkeiten zu verwenden. Dex knausert nicht, hm? Und dank dir kriegen wir obendrauf noch saftige 40%. Gern geschehen. Jo, nett gemacht. Mann, Excelsior. Hm. Genau so geht man direkt in die Oberliga. Du musst echt mal chillen. Hä? Noch sind wir ja nicht da. Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Unserem Zielort. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Ich hab nicht nur ein Problem. Wir fahren hier nicht zu einer Party, Jack. Wir ziehen hier einen fetten Job durch. Bei Arasaka. Im Ernst, wie? Hältst du mich für so oberflächlich? Nein. Lass mich dir was erklären, wie. Ich hab mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Und ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Kannst du das Gespräch bitte löschen? Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpeki. Wie, ruf mal Jackie an. Als Sync-Test. Sicher ist sicher. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Bug. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Hör dich laut und deutlich. Ach Mist, da war noch was anderes. Perfekt.
Okay, auswählen können. Meine Intelligenz oder sowas. Hätte wahrscheinlich noch einen coolen Satz dazu gesagt. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Ja, war eine kurze Fahrt. Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Danke. Porfin, endlich geht's los. Ja. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Waffen zurück. Klar. Okay, Harry. Gehen wir. Cool wäre es echt gewesen bei solchen Spielen, wenn man das selber machen müsste. Warte. Dass es optional angegeben ist und wenn man da halt reingeht, dass man einen Alarm auslöst. Weil man das halt nicht gelesen hat. Das würde ich einfach cool finden, wenn das Spiel einen auch bestrafen würde. Aber da würden natürlich viele sich drücken. Letztlich bin ich heute gefahren, den Bürgermeister. Wir sind da, Buck. Und? Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon, du willst Hajime Itake sprechen. Militärtechnik, die Papiere sind für den Flathead. Keine Sorge, ich krieg das hin. Hajime Haki. Ramon. Nee, ich verkorn will. Willkommen im Konpeki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, Ho, Sir. Moment. Ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen? Wir sind Waffenhändler. Wie bitte? Ah, Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Ich dachte schon gerade, scheiße. Das dauert nur einen Moment, Sir. Bitte sehr. Goldener Roboter, wie dekadent. Yokoso. Herzlich willkommen im Konpeki Plaza. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment, bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Victorino. Doppelzimmer, zwei Erwachsene, eine Nacht, korrekt? So ist es. Achso, dann Ramon war Vorname. Ich werde Taki-san über Ihr Eintreffen informieren. Taki-san. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, wie? Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Taki-san erwartet Sie doch, oder? Señorita, wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Metaki, weil irgendein Cyberpsycho sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich, ich verstehe. Sie haben die Lapis-Lazuli-Suite auf Ebene 42. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Harry. Alles in Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Na los. Ich brauche etwas länger. Neu-Barcelona? Im Ernst? Improvisation. Versuch's auch mal. Ich möchte gerne wissen, wie lange man wirklich von Neu-Barcelona braucht. Eine Minute oder was? Was meinst du, Harry? Ziemlich nett hier, hm? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack, das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Du hast doch nicht schlecht. Das ernst zu nehmen. Die Bar sieht nett aus. Willkommen im Konpeki Plaza. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Wir müssen weiter. Mach das. Aber jetzt und hier geht's um den Job. Keine Touristen hier. Aber sieht cool aus, der Laden. Muss ich echt sagen. Ich glaube, wir passen rein, hä? Wie sehe ich aus?
Als hätte jemand einen Hund verkleidet. Oh, und du siehst besser aus, oder was? Natürlich nicht. Помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Про заражение под Новоиркутском они врали. Also. Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bart. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Sí, sí, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Hm, klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius, Aristoteles, wer ist es diesmal? 100% Tiber. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner, sieh dich um. Jackpot! Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Ein Fuß, Flathead. Komm hier. Komm hier. Schöner Flatty. Systeme laufen. Ladung bei 100%. Läuft. Hier da. Der Kleine steckt fest. Verarschen? Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Okay. Der Splitter. Der Splitter. Ja, warum ich? Aber komm. Hier. Er hat's halt nicht drauf, darum müssen wir es machen. Verbinde mit Kamerafee. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Oh, cool. Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen auf zum nächsten Schacht. Arasaka übernimmt die Kosten. Für alle etwaigen. Wird wahrscheinlich da parallel sein, oder? Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle. Bürgermeister ist auch gleich hier. Meinen Bezirk. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Wir versuchen es. Mehr kann ich nicht versprechen. Wird ja nicht gesehen, oder? Ist ja getarnt. Im Tarnmodus, hoffentlich. Jetzt habe ich ein Problem. Okay, vielleicht hat er es drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Weil drauf stand, an das nette Hausmädchen, das ihn findet. Und drin, das Chaos tut mir leid. Überall war Blut. Aber das Trinkgeld war ordentlich. Wieso krieg ich immer nur Kotze und benutzte Kondome? Wo bleibt da bitte die Gerechtigkeit? Bist du rundum zufrieden mit deinem Leben? Lass mich raten. Ob es Single ist? Wer? Was ist denn dieser scheiß Schatz? Du weißt schon. Gut aussehen. Warum sind die immer unterschiedlich? Also doch, nee, der ist wieder, okay. Bug? Problem. Was denn? Männer wie der Zimmerservice ist im Weg. Ich mag in teuren Anzügen stecken, aber mein Schwanz steckt immer woanders. Okay, schon dabei. Bei dem Sacker sag ich nicht nein. Schätzchen, nimm dir lieber das Glas vor. Du machst überall Schmieren. Das Terrarium hat eine Steuertafel. Glaub, das wird nicht. Warte. Hab ein Smart Room Panel. Bringt das was? Nein, überhaupt nichts. Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Sehr gut, ja. Verlink den Flathead damit. Den kaputt oder was?
Terrarium. Buck, es hat geklappt. Meine Güte. Das war noch hast gar du eine Ahnung, was diese Dinger kosten? Weiter jetzt. Keine Zeit für Schmeichelei. Ah, die stand ja direkt davor, ne? Okay, nächster Raum. Okay. Der Dweller ist hinter der Tür. Flattert kann sie öffnen. Was ist das denn? Ach. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Okay, bin dabei. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Was machen wir jetzt? Neutralisieren. Verlink den Flathead mit ihm. Ich will ihn mit dem Demon ein. Oldschool, frag nicht. Und der Dweller kriegt davon nichts mit? Verlinke ihn direkt mit dem Stuhl. Dann wird er nicht mal was merken. Könntest mit einem Panzer da durchfahren und er würde nichts spüren. Was? Für die Umwelt ist er tot. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flathead darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Flathead mit dem Stuhl verlinken, wie? Jawohl. Mach das jetzt? Bleibt er denn im Stuhl, oder? Ha! Hab ihn! Ich liebe Demons. Der Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Ah, cool. Así es como se hace. So möchte ich auch mit Drohnen spielen. Wie geht's dir? Gut. Bisschen schwindelig. Sonst nichts. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay, hör zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wollen wir nicht nochmal zur Bar gehen? Du solltest dich auch ausruhen, okay? Ach du Scheiße, die ganzen Vorteilspunkte noch gar nicht verteilt. Fuck! Das habe ich ja vergessen letztes Mal. Das wollte ich ja auch im Offscreen machen, glaube ich. Oh, Charakter. So, genau, das wäre Coolness gewesen letztes Mal. Was ist der? Stan. Schlechter. Ja, ich hätte gern Waffen mit Schalldämpf. Noch habe ich keine. Takedowns, nicht tödliche Takedowns von oben. Das ist so. Warm. 20% schneller laufen, während du schleichst. Nicht gut. Kämpfen. Auch noch Coolness, ne? Alle Resistenzen erhöhen.
Nachdem du Gegner neutralisiert hast, erhältst du 10 Sekunden lang Kampfmaschine, dein Bewegungstempo. Das wäre natürlich cool, wenn man halt Nahkämpfer wäre. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Passiv. Verringert Rückstoß. Weiß ich nicht. Intelligenz. Ja, da haben wir ja hier schon mal für unsere Sachen. Dauerkürz. Verbessertes Mining, also gibt ein Dollar. Oh, wir können hiermit Kameras deaktivieren. Das ist natürlich. Macht uns das Leben leichter. 3 Minuten lang. Und danach 6 Minuten. Aber ich glaube, vielleicht reicht erstmal 3 Minuten. Massenverwundbarkeit. Schaltet Resistenz aller Gegner. Quick Hacks. Was haben wir da noch so? Ice Spy. Gegnerische Netrunner. Versuchen dich zu hacken. Das ist. Das ist mal das, was wo ich einfach Schaden gekriegt habe. Weil ich die nicht erkenne, machen wir das. Weil das Schemata für das Herstellen von X-Frei. Verursachen mehr Schaden. Nimm mal hier alles 3. Geh mal voll auf die Grenzgeschichte. So, dann, was können wir noch machen? Herstellen. Halte beim Zerlegen Eid. Herstellen. Wir machen erstmal das. Dass wir mehr Items bekommen quasi, wenn wir was zerlegen und dann das herstellen. Quasi, vielleicht kriegen wir ja so irgendwie tolle Sachen. So, jetzt haben wir aber immer noch. Jetzt muss ich gerade überlegen, habe ich das letzte Mal gemacht. Wir haben noch 4 verfügbare Attribute. Letztes Mal so einfach. Handfeuerwaffen. Ist halt Nahkampf. Oh, das mal. Bis 20 ist ja eh alles voll, aber ich glaube nicht, dass wir alles voll kriegen. So, dann setzen wir uns noch mal ganz kurz. Ein paar Stunden später. Hm. Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Hm. Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine scheiß Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Vielleicht wollte er aus dem System raus. Warum ist er dann wieder da? Schwer, das System zu verlassen, wenn es deine eigene Familie ist. Schwarzes Schaf bleibt ein Schaf, hä? So kann man's auch sagen. Kam auf allen Vieren zurückgekrochen. Erbärmlicher Pseudo-Rebell. Scheiß Tourist. Hm. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekt. Und jetzt Vorhang auf. Hey, Buck. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Oh Gott. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir rausgerutscht. Ich weiß.
Jetzt kannst du es wieder gut machen. Das hätte man sich auch denken können, oder? Babycam gucken. Die Scanner Babycam. Ich liebe Gold, aber als Goldbarren oder Münzen und weiß nicht. Ich finde Gold sonst nicht so toll. Mal gucken, oh, wie das jetzt laufen Schweigen. Wird. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seekuh gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter. Lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul Wells. Konzentration, der Safe. Na los, schnell. Wieso? Warum die Eile? Yorinobus Signal ist weg. Ist er unter die Magier gegangen? Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren scheiß Job. Da, unterm Boden. Auf. Sucht nach einem Schalter. Vom Bumsbett wird das aufgemacht. Bingo, da kommt was raus. Komm her, Bi. Was ist damit auf sich? Nimm es erstmal mit. Wenn der Typ noch Thema ist, kann man es ja immer noch lesen. Was jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Okay. Schon dabei. Und dann ist das Ding näher, pass auf. Oder das war eine jetzt Falle. Jetzt du, Buck. Einen Moment. Regen. Hacken wir oder werden wir gehackt? Hacke, 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 Peter. Wir haben Gesellschaft. Buck? Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Der Papa, hm? Wie lange noch die... Shit, ja. Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn! Öffne den Safe! Bin dabei. Hab's gleich. Fertig. Super. Also jetzt gehackt, ich war nur noch Mittelsmann. So. Überlass den mir, okay? Dann trag auf. Medic intakt? Biochip-Integrität. 100%. Los. Schätze, das heißt ja. Gut, gehen wir. Zu spät. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Sprichst du? Die Säule? Nein. Rein da. Jetzt. Ah, Gebüsch. Sind drin. Nur löst es das Problem nicht, T. Nee. Glaub mir, das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Wenn wir Zeuge des Mordes. Ist das Adam Smasher? Bodyguard. Schlimmer. Night City Legende. Heißkalter Bastard. Was machen wir jetzt? Wir warten. Sind Sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Fuck, wer kommt da? Oh nein. Nie im Leben. Das kann nicht sein. Saburo Arasaka? Der Kaiser. Noch eine Scheißlegende. Psst. Das Ding ist nicht schalldicht. Gut zu wissen. Kopf を突っ込まないでくれって言っただろう。Oh fuck. Psst. Also Stufe. Arasaka-sama. まだボディチェックも終わっていません。私の息子だ。存じております。お持ちしましょうか、レイノ。私がやる。言ってくれ。Mal Glück gehabt, dass er nicht alles abchecken muss. Zu knapp. Wenn der uns entdeckt hätte.
Hat er aber nicht. Kajate! Ich glaub's nicht. Saburo Arasaka.私が気づかないとでも思ったのか。そもそも俺のことを気に出る杭を打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来？俺たち？なんかの間違いだろう。 Ich achte die ganze Zeit auf den alten Typen. Es gibt bestimmt noch jemanden hier drin, oder? この裏切りだけは決して許せん。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。うん。ファック。これでもう俺のことを許す必要はない。 Nicht kaputt machen. Was? Scheiße. Ich dachte, der Alte bringt ihn um. Zückt irgendwelche Cybermesser raus. Cyber-Cyber. Wir sind so gut wie tot. Wir müssen nur hier raus, alles gut. Ich will, dass das Hotel abgeriegelt wird. Na, jetzt haben wir ein Problem. Saburo Arasaka wurde ermordet. Ausgelöst. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. アラサカ家の課長を守ることです。今後はもっとしっかり責務を果たすよう望んでいるぞ。申し訳ありません、アラサカ様。必ずご期待に沿いますゆえ。Lässt sich ja sehr schnell überzeugen. Das ist kein guter Leibwächter. Scheiße, was war das denn? Yorinobu hat Saburo umgelegt. Was? Seinen eigenen Vater. Das bedeutet, gleich kommen massig Sicherheitsleute auf euch zu. Yep. Scheiße, wir sind geliefert. Wir kommen jetzt hier raus. Buck, du musst uns hier rausholen. Sofort. Eine Sekunde. Die haben wir nicht. Fuck. Wir haben noch keine Waffen. Können wir nicht vom Dach irgendwie abhauen? Hab was. Fenster, los. Welches? Öffne das Schloss. Da sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck!
nein, 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 nicht jetzt! Die haben mich... Nein! Fuck! Santo bendito! Das war klar, scheiße. Sie ist weg! Fuck! Scheiß Oberliga! Jetzt glücklich, Jackie! Nur auf uns alle eingestellt. Da bin ich ja fast zu weit gerannt. Das Jackie. Nicht runtersehen. Okay. Oh, das ist verdammt hoch. Ja, du sagst es. Scheiße! Ist das Trauma? Wenn's wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Ich hoffe, die haben uns nicht gesehen. Ah, ich glaube schon. Spring. Voll James Bond hier sind wir. Ja, und wie es weitergeht, seht ihr nächstes Mal. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like und einen Kommentar. Ansonsten, ja, bleibt gesund, haut rein. Ciao.